So, herrlich, herrlich. Herzlich willkommen zu Zonkos Welt TV. Jetzt gibt's Sneaker. Reiberl. Du Reiberl, jetzt haben wir uns, du hast mir wirklich wahnsinnig viele Sneakers gezeigt, hast da wahnsinnig viel Geduld bewiesen. Und jetzt ist so eben natürlich die beste Beratung der Welt gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was auch ganz wichtig ist, ihr habt halt alle angreifen können. Diese Sneakers. Und ich muss jetzt sagen, a priori, wie ich gekommen bin, habe ich mir gedacht, naja, nachdem ich das schon relativ lang kenne, das Gaerne, und nachdem mir das so sympathisch ist, dass der Signore Gaerne, dass die das da unten in Italien noch fertigen, war eigentlich dieser Gaerne Razor, der war relativ weit vorn, und das Razor, das wissen wir jetzt auch, gell? Was das ist. Ja, das wissen wir jetzt auch. Also wir haben es ja eh schon gewusst, aber das war doch zu einfach, dass Rasierklinge auf Englisch heißt. Aber es sind auch die Julischen Alpen. Also ein Berg in den Julischen Alpen. Und das macht natürlich auch sehr sympathisch, finde ich großartig. Allerdings, nachdem ich da jetzt so diese gesamte Expertise von diesen Schuhen eingesagt habe, ist es so, dass man dieser Gel-Knöchelschutz innen, das ist super, dass er ihn hat, aber das finde ich nicht, das ist nicht Weltklasse, das haben andere besser. Und nachdem ich ja nur das Beste will, ist der Gaerne Razor ausgefallen. Und bei diesen Rewitz, muss ich ganz ehrlich sagen, die habe ich nicht am Schirm gehabt, die Schuhe, aber da hat mich einfach dieses Protektorenzeug an die Knöchel, das hat mich wirklich überzeugt. Das ist einfach ganz mächtig. So stelle ich mir das vor bei einem Sneaker. Und jetzt habe ich natürlich den, wo du gesagt hast, den gibt es nur für Damen, den habe ich eigentlich sehr, sehr lässig gefunden. Der war in der engeren Auswahl, ist aber dann, letztendlich ist er dann ausgefallen, weil mir einer noch besser taugt hat und der halt ein bisschen so austauschbar ist und halt ein bisschen ausschaut wie ein normaler Turnbock, oder? Naja, klar, das ist halt ein sehr schöner Sneaker, der sehr klassisch ist, also mit diesem Jeans-Look schaut er eh nett aus, aber ist jetzt nicht ganz was anderes oder ganz was Auffälliges. Ja? Und du bist ja eher der Auffällige, ja, genau. Verhaltensauffällige. Ja, weil ich selber, weißt du, weil ich so unauffällig bin, brauche ich aufwendiges Schuhwerk. Nicht? Du, und bei dem ist dann so gewesen, den habe ich angegriffen, den habe ich nämlich eben vorher schon gesehen, aber dachte, ja, ist ein wirklich fescher Stiefel, wollte ich jetzt sagen, Halbschuhstiefel, Sneaker, Motorrad-Sneaker, der sich wahnsinnig gut angreift, der hundertprozentig vom Sicherheitsniveau wahnsinnig hoch ist. Das ist ganz knapp gewesen, dass es wird, aber letztendlich ist es dann doch nicht geworden, weil man halt einfach diese Turnschuhabteilung, das gefällt mir halt noch besser, aber das, glaube ich, ist was Mächtiges und das wird sich richtig gut verkaufen, oder? Also so von meiner Einschätzung ist das, glaube ich, überhaupt das Modell, was ich von diesen Sneakers bei den in der Revit Kollektion am besten verkaufen wird, ja. Weil das ist halt auch für die schnelle Abteilung interessant, ja, weil es eben auch einen wirklich guten Schutz bietet. Und das hat sich jetzt auch schon in den Vorordern abgezeichnet, dass wir da von den Stückzahlen bei dem Modell wahrscheinlich vorn liegen werden. Ja. Okay, super. Und bei mir ist so, es hat natürlich das Herz, letztendlich entscheidet das Herz, abgesehen davon, dass das auch wahnsinnig gute Knöchelprotektoren hat. Vor allem beim Vorderfuß, da sind die Protektoren nicht so groß, nur ich denke mir, ich halte den Schuh auch eh nicht unter den LKW rein und ich werde schauen, dass kein Presslufthammer tut, dass mein Fuß nicht zwischen einem Presslufthammer ist. Und das ist mir dann insofern relativ egal. Mir gefällt aber dieser Auftritt wahnsinnig gut. Ich kann mir das irrsinnig gut vorstellen. Mich in diesem Schuh, und jetzt habe ich da zwischen den Formen entscheiden müssen, aber nachdem siehst du, ich habe dort die, sieht man das? Oh. Ja, ich trage gern weiße Turnbock und ich meine, das ist natürlich wirklich auffällig. Und jetzt ist es der Pesa in weiß und in 44. Und ich meine, ist glaube ich eine gute Wahl, oder? Du, absolut. Das ist ein sehr, sehr schöner Schuh, der doch sehr auffällig auch ist. Und ja, wie gesagt, ich verstehe deine Wahl. Ich wäre eher beim Sportlichen gewesen, aber wie gesagt, ist ja dein Schuh. Ja, du. Reiberl, ich habe eine ganz, ganz mächtige Freude und wie gesagt, das Schönste ist ja, wenn du schon so eine vorgefertigte Meinung hast und dann kommst du aber da in diese Beratung und merkst, na, eigentlich
ist es das. Und was auch für mich ganz super ist, wenn es so klar ist. Ich weiß jetzt, wenn ich dort aussehe, weiß ich nicht, die richtige Entscheidung getroffen ist, einfach eindeutig. Und ja, den Schuh werde ich dann eh öfter noch sehen. Genau, der kommt soon. Du Reiwald, dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich bei euch, bedanke mich für die Aufmerksamkeit und verabschieden wir uns, oder? Ja. Ciao, Baba. Danke euch. Ciao. Tschüss.